wieder mit dir. Ganz hoch hinauf bis zum Mond, quer durch die Galaxien. Oh, wir beide schweben, so schön ist das Leben. Lass uns die Angst besiegen, denn nur mit dir will ich fliegen. Ganz hoch hinauf bis zum Mond. Guckt Fox Geburtstag und neben mir sitzt Josef Hassing. Ja, grüße dich. Hallihallo, schön da zu sein. Viele kennen ihn vielleicht noch vom letzten Jahr, da war er nämlich auch da. Ja, hat mich sehr gefreut, dabei gewesen zu sein. War sehr schön. Richtig, und dieses Jahr ist es, glaube ich, nicht viel besser, ne? Hast du schön gesagt, ne? Also ja, ich bin mal wieder das Letzte, ne? Also ich darf jetzt heute als Letzter, glaube ich, hier gleich auftreten. Ich hoffe mal, das ist kein Problem. Also ich freue mich drauf, die Gäste sind auch da. Was soll uns noch passieren? Wollte ich dich gerade fragen, weil mir ist zu Ohren gekommen, du trittst am liebsten so spät auf. Warum? Nee, das stimmt gar nicht. Also, ich erscheine immer sehr, sehr spät, Freunde der Nacht, nicht? Also, ja. Und ich hatte gerade noch eine Veranstaltung in Bad Bentheim und meistens habe ich dann ja auch noch nicht nur eine Veranstaltung, sondern mehrere Veranstaltungen am Abend, was sehr schön ist. Und jetzt freue ich mich, hier zu sein. Und aus diesem Grund ist es leider ein bisschen später geworden. Ja, ist ja nicht schlimm, wir verzeihen dir trotzdem. Ja, das ist doch lieb, Mensch, du. Josef, du kommst aus Oeding. Nee, ich komme aus Ottenstein. Okay. Ja. Aus Ottenstein, nahe an der holländischen Grenze. Mhm. Genau. Weil, also nähe holländische Grenze, was hast du mit Holland so zu tun? Zum Einkaufen rüberfahren oder sonstiges? Ich bin ja halb Deutscher, halb Holländer. Also halb Deutscher durch meine Mutter und halb Holländer durch einen guten Bekannten meines Vaters. Nein, Quatsch, aber. deswegen, also ich habe Verwandtschaft in Holland, aber ich kann auch heel gut Nederlands sprechen. Mein Nederlands ist nicht so gut als mein Deutsch, aber ich kann wel alle verstaan und was spreken, ja. Also, das ist, was ich mit Holland zu tun habe. Ansonsten, ich war jetzt gerade letzte Woche gerade im holländischen Fernsehen noch auf der Tross und ja, das verbindet mich eigentlich mit Holland. Ah, ja, wissen wir schon ein bisschen mehr. Sag mal, lebst du eigentlich von der Musik? Ja. Eigentlich schon, aber ich habe jetzt einen ganz normalen Job auch noch. Ich bin Erzieher und Sozialpädagoge und das mache ich aber eigentlich fast nicht mehr. Also eigentlich bin ich nur noch in Sachen Musik unterwegs und Entertainment. Klare Kiste, kriegen wir ja hier mit. Ach ja. Josef, von dir was Neues? Ja, ich habe jetzt gerade eine neue Single am Start. Es geht ein bisschen mehr in die unterhalterische Ebene, ein bisschen mehr Party. Die kleine Kneipe habe ich neu aufgenommen und die werde ich gleich auch präsentieren. Wir freuen uns drauf. Googly Fox wird jetzt 7 Jahre alt. Was wünschst du Googly Fox zum Geburtstag? Alles, 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 alles Liebe und Gute. Macht weiter so, spielt unsere Musik, unterstützt die deutschen Schlager und ja, bleibt uns treu. Josef, ich danke dir ganz herzlich. Danke auch. Und wenn du glaubst, dass diese Sehnsucht einmal Liebe war und die